Servus Freunde, hier bin ich wieder zurück bei Megamari. Wir sind gerade eben ums Arschlecken gegen Yuyuko verreckt, wo wir noch einen Schuss gebraucht hätten und sie wäre tot. Aber naja, wir versuchen jetzt nochmal das Hasten. Reason Yundong Game Inaba. Du siehst so ähnlich aus wie ein Schulmädchen, nur eben, dass du Hasenohren hast. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt zu ihr kommen. Denn ich will sehen, was sie drauf hat und ich will sehen, ob ich die Schwäche... Wow, das war fast schon wieder so ein idiotischer Akzent, wollte ich fast schon sagen. Das war fast schon wieder so eine idiotische Aktion, wie ich sie schon einmal gemacht habe. Okay, jetzt habe ich aber mittlerweile ein bisschen Erfahrung in diesem Spiel. Und vor allem habe ich jetzt auch ein paar Special-Waffen. Und das. Ahaha. Wow. Häschen-Killer. Und zwar total. Alice wieder die Messerschmeißerin Deluxe. Fuck. Ja. Fuck. Das war auch wieder so eine idiotische Aktion, wie ich sie die ganze Zeit schon mache. Wieder in die falsche Richtung. Wieder in die falsche Richtung geworfen. Na. Häschen, Pushlame. Aber was soll's, diese Stage sollte eigentlich gehen. Zumindest bis zu einem bestimmten Teil geht sie. Denn ich weiß gar nicht mehr, wo ich verreckt bin. Lass mich in Ruhe. Alter. Häschen. So. So, jetzt. Das kann ich auch. Ahahaha. Na, was ist jetzt? Jetzt guckst du dich an. Ich wollte gerade sagen, wie viel hält das Häschen aus. Und ich weiß, es sind Frauen mit Häschenohren, aber ich nenne sie Häschen, ist wow, egal. Und ich sollte mit dieser geilen Waffe nicht so rumballern. Toll, ein Pilz da unten bringt mir überhaupt nichts. Aber da bringt er mir was, yeah. Okay, gehen wir wieder da lang. Ich nehme einfach mal an. Hoppla, falsche Waffe. Da, nehmen wir das. Ich nehme einfach mal an, dass das hier ein Waffentank ist. Wie viel halten die Teile aus? Falls das überhaupt Schaden macht. Versuchen wir mal was anderes. Nein, die prallen ab. Da, toll. Holen wir uns das Teil. Verstecken uns hier mal kurz. Und rüber wieder. So, gehen wir einfach wieder. Die Häschen da oben werde ich jetzt aufspießen. Jetzt gibt es Hasenbraten. Aber diese Messer sind schon geil. Und diese Musik ist so episch. Das ist, hoppla, der totale Ohrenschmaus. Alter, diese Musik ist genial. Genauso wie dieser Pilz gerade. Komm her. Ja, du kamst, zahlst und siegst. Siegtest. Wie Julius Caesar. Dich kann ich auch leicht killen. Ja. Ja, die Messern sind unglaublich nützlich, wollte ich gerade sagen. Und dann springt Alice einfach so in den Spitzenbambus rein und denkt sich, ja, ja, keine Ahnung, was sich Alice dabei gedacht hat, das kann ich euch nicht beantworten. Fragt sie doch selber. Oh, wieder so ein Megaball. Oh, aber nichts ist passiert. Hoppla. Den wollte ich eigentlich nicht ermorden. Ah, in diese Richtung. Ich sollte vielleicht nicht so viel von dieser geilen Waffe verballern. Vor allem, weil ich jetzt nichts mehr habe, aber ich werde die Waffe sowieso auffüllen. Also was soll's. Obwohl, gegen Yomu Kompaku habe ich das auch gesagt. Und dann, was war dann? Nichts, ich stand auf einmal ohne Messer in ihren Kampf gegenüber. Ah, Häschen. Da oben geht's nicht lang, aber da unten sind 10. Gut, jetzt muss ich nicht in die Lebensgefahr. Oh, ein großes. Die Messern. Da muss ich mich jetzt wenigstens darum nicht mehr kümmern.
Dann kann ich die klein für das verwenden. Ja gut, Pilze brauche ich jetzt nicht unbedingt. Voll verfehlt, aber macht ja gar nichts. Du haust erst einmal ab. Und jetzt... Gut. Tja, mit Special-Waffe ist das alles um vieles leichter. Und da ist ein Leben. Das ist mein Leben. Das will ich haben. Das werde ich mir jetzt auch holen. Ja. Alter. Na gut, dann hole ich es mir eben nicht. Weil ich eben weiter mit Maschinengewehr mein Rüstzeug durch die Gegend. Ja, das war wieder so eine knappe Aktion. Haut ab, ihr Puschel-Gang-Bang. Wow. Na gut, Marissa. Da. Aber ich muss sagen, dieses Spiel, obwohl ich manchmal ein bisschen rumbrülle, beziehungsweise es etwas laut wird, das liegt nicht daran, dass ich wütend bin, sondern es liegt wahrscheinlich daran, dass mein Mikrofon zu nahe bei meinem Mund ist. Weil das wirkt sich eben auf dieses Spiel auch aus. Oh nein, nicht du schon wieder. Ich hasse dich ja so ein bisschen. Du hältst mir zu viel aus. Hau ab! Ich sollte mal vielleicht dieses grüne Schwert da verwenden bei denen. Vielleicht ist das stärker. Beim nächsten Mal, wenn sowas kommt, werde ich dieses grüne Schwert verwenden. Aber ich bin jetzt sowieso beim Ende. Ja, wieder Bambus des Todes. Okay. Was ist gut gegen einen Hasen? Ich würde mal schätzen, die Schwerter. Oder lass mich mal überlegen. Ja, versuchen wir es. Natürlich treffe ich nicht. Ja, was ist mit dir los, Lady? Okay, das bringt auf jeden Fall nichts. Das hier bringt auch nichts, glaube ich. Das. Ja, das. Hau ab von mir. Lady. Ja. So. Wieder eine Down. Alter, ist das geil. Wenn das so weitergeht, werde ich dieses Spiel heute auf einen Schlag durchspielen. Alter, das macht so viel Spaß, das wisst ihr gar nicht. Oder vielleicht ist es doch... Oh, ein schickes Outfit. You've got physical... Psychomissile. Explosive are the best. Also haben wir jetzt eine Bombe erhalten. Alter, ist das geil. Okay, als nächstes kommt wieder Erin Yakokoro. Yakogoro. Oder wie man es auch immer aussprechen mag. Erin Yakogoro. Was haben wir erhalten? Wow! Alter! Scheiß Gelache! Davon kann ich zwar nur zwei... Wow! Alter Schwede! Ist das geil! Ich bin grad baff. Was ist mit diesem Spiel los? Da jag euch Hass einfach in die Luft. Haha. Oh, das zieht aber ganz schön an Energie. Komm da runter. So. Jetzt schlitze ich euch nicht mehr auf mit den Messern. Jetzt jage ich euch gleich in die Luft. Da, das prallt ab. Lasst mich in Ruhe. Lady. Hallo. Warum mache ich es überhaupt so? Ganz im Ernst. Lalala. Gut. Wieder Maschinengewehr-Marissa. Also jetzt wird Marissa wirklich zu einem Maschinengewehr. Auch mit dieser Bombe hier. Alter, ist die geil. Und vor allem sauschnell. Alter. Nee. Oh, von denen kann ich auch mehrere. Hey. Scheiße, ich hätte mit dem Magical Broom rüberfliegen sollen. Aber was soll's? Gut, ja, ich bin immer noch baff wegen den...
Ja, lass mich in Ruhe. Ich bin immer auch baff wegen den Waffen hier. Vor allem jetzt noch mehr, was die Entwickler sich alles einfallen lassen. Ich bin geflasht vom kompletten Spiel und ich jage euch einfach in die... Moment. Ja, war klar, dass es abprallt. Aber beide sind jetzt ziemlich fertig. Jetzt noch mehr. Ich hoffe, dass ich bald einmal einen Checkpoint... Moment, erreiche ich dich? Ja, dich erreiche ich. Prallt aber leider auch alles ab. So vielleicht? Gut, so erreiche ich dich, ja. Dann machen wir jetzt auf Sicherheit. Eine fehlt noch. Ja, die da. Toll, ich lasse mich voll treffen. Okay, Marissa und Alice sind beide halb tot. Ja, die Frage, was mache ich jetzt? Okay, der ist weg und den erreiche ich nicht. Doch jetzt. Okay. Entweder schaffe es oder ich sterbe. Boah, da musste ich jetzt ruhig sein. Nicht du schon wieder. So, oh nein, das... Ja, das ist das Ende. Ja, resume. Letztes Continue. Moment mal, jetzt kann ich es mal gleich testen. Oh, das ist für alle! Alter, genial! Bin ich hier wieder ganz beim Anfang? Ja, bin ich wahrscheinlich. Was soll's, ich habe sowieso das letzte Leben, also versuche ich es einfach mal so gut ich kann. Denn wie jeder weiß, ein Wolf gibt nicht auf. Vor allem werde ich mir jetzt die Raketen besser einsparen. Das nimmt ja auch schon so Metroid-Züge an. So, mehr Raketen und so weiter. Ach, ihr kennt Funks Spruch eh. Also von Funk Royale, denn mehr Raketen heißt mehr Raketen heißt mehr Raketen. Genau diese Raketen werde ich jetzt nutzen. Alter, haut ab. Was? Oh, du überlebst die Explosion doch nicht. Da komme ich nicht dran. Dann schmeckst du ihm so. Gegen ein Maschinengewehr hast du keine Chance. Wow. Das will ich haben. Danke vielmals. Aber ich frage mich, ob Erin... Erin Yakokoro, ob die auch so eine geile Waffe hat. Also bis jetzt hat jeder von denen... Ja gut, Yomus Waffe ist jetzt nicht so der Burner. Aber das macht nichts. Sie ist bestimmt auch nützlich irgendwann. Scheiße. Da! Ich war da gar nicht mehr im Weg. Messern! Und... Mit dem Messer geht es besser. Yep. Gleich Messern ins Kreuz ballern. Scheiße. Ja, ich hab's nämlich gewusst. Aber was soll's, wieder ein geiles Video hinter mir gebracht. Ich meine, ich gehe zwar unglaublich oft Game Over, aber ihr glaubt gar nicht, wie dieses Spiel Spaß macht. Ja, habe ich schon oft genug gesagt. Ich bin wirklich geflasht. Boah. Wie Metroid Zero Mission. Das war Megamari für heute und wir sehen uns das nächste Mal. Ich bin Onkel Wolf. Pfiat euch!